Und heute, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen mal, was gleich kommt. Schauen Sie mal, das hier ist heute der neue Stern. Ja? Und normalerweise kann man sagen, ein Politjournal. Eine Illustrierte, die aufklärt, investigativ und an schwierige Themen heranführt. Aber jetzt hat sie sich auch wieder menschlichen Themen zugewendet, die zum Beispiel Leute wie mich und Herrn Andrack, wie Herr Andrack und mich, interessieren. Ehefrauen erzählen, ich habe einen Liebhaber. Oh la la. Bisher war das ja Sache der Männer, mal woanders, Sie wissen, wovon ich spreche. Ja? Jetzt sagen deutsche Frauen, unsere deutsche Mutti, lässt sich doch glatt am Herd nageln. Ja, aber dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich, meine Damen und Herren. Vor allem Sie, meine Herren. Denn, man muss es wirklich sagen, es sind, glaube ich, 8 Frauen, die sich hier im Stern fotografieren lassen. Sie sprechen ganz offen darüber. Sie haben, die eine hat einen Sven, die andere hat einen Olaf. Und da geht die Post ab. Das gibt es überhaupt nicht. Ja? Aber diese Frauen lassen sich fotografieren. Nur das Gesicht ist unkenntlich gemacht. Wir werden Ihnen das gleich zeigen. Und ich finde, Sie zu Hause haben jetzt die Chance zu sagen, Donnerwetter ist doch meine Frau. Seit wann ist denn so geil? Wir zeigen Ihnen das gleich. Nehmen Sie, rücken Sie näher an den Fernseher. Ich glaube, das wird die beste Folge von Bitte melde dich, die es je gab. Ja. Mensch, Mutti, bist du das? Ja? Wofür gebe ich denn dann Tausende von Mark auf den Straßenstrich aus? Man glaubt es nicht. Dazu kommen wir gleich. Aber sehen, Deutschlands Hausfrauen gehen fremd. Leider kein Einzelfall. Im Stern bekennen Sie, ich habe einen Liebhaber, und wir haben die Fotos aus dem Stern hier auf Pappe gezogen, damit es für Sie zu Hause besser zu sehen ist. Denn das Tolle ist ja, diese Frauen lassen sich alle in einem Hotelzimmer fotografieren. Bis auf eine, die ist Model, aber die zeigen wir erst gar nicht. Denn vielleicht sagen Sie zu Hause, Donnerwetter, das ist doch meine Frau. Da ist zum Beispiel Gabriele, 44. Das Gesicht immer, finde ich, auf sehr raffinierte Weise unkenntlich gemacht. Ihr habt mal einfach einen Arsch davor geklebt. Und das finde ich auch eine schöne Idee, oder? Das finde ich eigentlich. Ah, wie können wir uns da juristisch absichern? Ah, klebt ihr einen Arsch drauf. Ich muss mal so sagen, wenn Sie dieses Bild, dieses knackige Männergesäß, umgekehrt zu Ende denken, ja? Ja? Zu Hause hat sie sich geweigert. Was tun deutsche Frauen nicht alles, um in den Stern zu kommen? Ja? Was ist los mit Gabi? Gabi, heißt sie Gabi? Ja, natürlich. Frauen, die sowas machen, heißen immer Gabi. Gabi hat 3 Kinder, lebt ein doppeltes Leben. Nicht, weil sie Übergewicht hat, sondern weil sie, das eine teilt sie mit Frank. Die Namen sind geändert. Also wenn sie Frank heißen, können sie jetzt beruhigen. Ja? Seit 15 Jahren ihr Ehemann, ruhig, beständig. Das andere Leben ist Uli. Seit 3,5 Jahren Liebhaber, aktiv, lustig. Zuweilen sitzt Uli bei Gabi und Frank zum Plaudern in der Küche. Mein Mann Frank ist riesig froh, dass ihm mein Liebhaber bestimmte Situationen und Dinge abnimmt. Feste, Ausstellungen, kleine Reisen. Also natürlich weiß der Mann nichts. Doch, der weiß es, glaube ich. Die sitzen ja wirklich zusammen am Küchentisch. Nein, er weiß nur, dass er ein Freund ist. Ach so. Er weiß, dass er ein Freund ist, denn du hast wohl nicht weitergelegt. Ich denke, du hast dich in die Frauen eingearbeitet. Also ja, natürlich, ja, klar. In diese Berichte. Ja. Nein, er weiß es nicht. Bist du sicher? Ja, er ist... Die beiden Männer kennen sich, sie können gut miteinander. Ja, sie können gut miteinander, aber er glaubt, dass der irgendwie ab und zu mal im Haushalt hilft oder was. Aber ach so. Er weiß nicht, dass er seit 15 Jahren Gabi wild macht. Ja. Denn, schauen Sie mal, wie lange die beiden sich kennen. Mit Uli ist alles anders. Als ich einmal im Bad zu ihm sagte, ich muss pinkeln, hat er gesagt, dann gehe ich schon mal in die Badewanne. Ich habe das erst gar nicht kapiert, ja. Aber natürlich steht, das ist natürlich, Frank lebt natürlich in einer Wohnung, wo das Klo unmittelbar neben der Badewanne steht oder vielleicht sogar identisch ist. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ja? Man muss zusammen spüren, was man will. Mit Uli geht das. Es regt ihn an, eine Frau beim Pinkeln zuzusehen. Und da muss man wirklich sagen, früher in meiner Jugend, was hat man am Bahnhofskiosk rumgehüstelt, ja, um...
Zeitschriften zu finden, wo sowas drinsteht. Nein! Heute geht man in den Supermarkt und sagt, Tag, den Stern bitte. Das ist Gabi 44, vielleicht können Sie zu Hause erkennen. Relativ schwer, aber ich behaupte mal, an den Händen oder so müsste es eigentlich möglich sein oder an der Art zu sitzen. Am besten sagen Sie heute Abend zu Ihrer Frau, Schatz, setz dich doch mal bitte schnell aufs Bett und halt den Arsch vors Gesicht. Ich will mal sehen, ob du es bist. Also das ist Gabi 44. Bei wem die Post wirklich abgeht. Das ist nachvollziehbar, das ist nicht Gabi, sondern Gabriele 838. Und ich glaube, ein gut funktionierender Kleinbetrieb, sagt Gabriele über ihre Ehe, aber sie ist ausgebrochen. Jetzt um mit Jürgen, der ist der Ehemann, und seit zwei Jahren ist sie mit dem Liebhaber zusammen. Da standen wir uns beim Italiener gegenüber und haben uns sofort verliebt. Sein Charme, seine Gesten, das passte alles zusammen. Zu dem Mann, den ich aus den E-Mails kannte. Du hast so schöne grüne Augen. Anfangs waren wir verliebt, da war auch der Sex in Ordnung. Aber später hat Sex eigentlich nur... Achso, das geht jetzt um den Mann, natürlich, ja. Das ist Gabi und ich glaube, dass der Lover von Gabi Beinfetischist ist. Gabriele, 38. Also das müsste man, wenn ich mit Gabriele verheiratet wäre, würde ich erkennen. Ja? Ja, ja, also das erkennst du doch. Ja, aber gibt es nicht tausende von Frauen, die so Beine haben? Ja, aber auch die Geste, wie sie sitzt, das ist eigentlich so, da kommt dann gleich der Satz, hilf mir mal beim Hochziehen der Strumpfhose oder so. Das ist Gabriele, 38, sie ist wild. Sie ist richtig aufgelebt. Wir haben uns alle zwei, drei Wochen getroffen, ich bin richtig aufgelebt. Ich hatte nie eine Spur von schlechtes Gewissen. Kann man verstehen? Herzlichen Glückwunsch. So. Der Vibrator, den Sven mir zum Geburtstag geschenkt hat, haben wir zusammen benutzt. Ina, 30, ist mit Raimund verheiratet. Wen man auch erkennen könnte, ist Sabine, 48. Sie sagt, ich hatte so lange keinen Sex. Ach so, da war es natürlich so, oh, 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 Berthold, das ist der Lover. Mit ihm habe ich nach 14 Tagen das erste Mal geschlafen. Mein Gott, ich hatte damals so lange keinen Sex gehabt. Ich fühlte mich so unattraktiv. Mit meinen 90 Kilo. Berthold. Berthold, aber sie wirkt nicht wie 90 Kilo. Vielleicht hat sie auch abgenommen. Mit Sicherheit. Seit Berthold. Dann war aber Folgendes. Berthold hat die Angewohnheit, im Schlafanzug die Post reinzuholen. Und er kam eines Tages mit der Post zurück und sagt, Schatz, draußen steht ein Mann. Und sie sagte, du kannst Witze machen, aber es war kein Witz. Und in drei Monaten heiratet sie Berthold. Also das ist nicht das Modell, das hier vom Stern vorgestellt wird, sozusagen Liebhaber und die Post geht ab. Aber die Ehe bleibt intakt, wird eigentlich besser denn je. Sondern hier ging die Ehe in die Brüche. Und gut, man heiratet und sie hat den Weiß, denn wenn ich schon nochmal heirate, sagt sie dann richtig. Ulrike 34 daneben sagt, mal die Schlampe, mal die Wilde sein. Unsere erste Begegnung war im Juni, es waren nur ein paar Worte bei seiner Ausstellung. Da siehst du Künstler. Deswegen gebe ich mich oft als Künstler aus. Als Künstler kommst du einfach tierisch an. Pass auf. Bei seiner Ausstellungseröffnung eine kommunale Galerie, Fotos für die Wohnungsbaugesellschaft. Keine besonderen Bilder. Ach so, keine besonderen Bilder. Ich sehe einen jungen Mann mit Zopf, Brille, Koteletten. Eine Art Mann, die ich sowieso gut finde. Nur die Koteletten, hm? Ein paar Tage später stand Tino abends einfach auf dem Parkplatz, sagte, ich solle einsteigen und wir fuhren raus ans Wasser. Und das ist ja unglaublich. Er fasst mir so schön mal von hinten an die Brüste und sagt Sachen. Steht das wirklich im Stern oder hast du mir das wieder reingebogen? Nein, das steht hier. Bitte, halten Sie sich jetzt die Ohren zu, wenn Sie moralisch einwandfrei bleiben wollen. Aber Ulrike sagt, Tino sagte zu ihr am Wasser, du hast so geile kleine Titten, lass doch mal sehen, ob du auch eine süße Muschi hast und ob die schon feucht wird.
Wenn Sie das im Fernsehen nicht mehr hören wollen, kaufen Sie einfach den Stern. Ulrike könnte aber der Gatte erkennen, weil schauen Sie mal, hier ist ein Ring. Und jetzt muss ich mal sagen, wenn sich der Alte nicht völlig die Rübe weggesoffen hat, ja, müsste er doch den Ring erkennen. Also das muss doch möglich sein, schauen Sie mal. Das sind Hände, die zu Hause nur die Spüle ausräumen, aber bei Berthold zum Tier werden. Bei Tino. Bitte schreiben Sie uns, ja, ich habe meine Frau wiedererkannt und wir sind glücklicher als je zuvor. Können Sie, also Sie können auch nochmal genau im neuen Stern nachgucken, da sind die Frauen drin. Habe ich was Wichtiges vergessen? Nein. Wir haben eigentlich alles gesagt. Aber